KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Wir gehen extra nicht auf die VfB-Mitgliederversammlung, damit wir hier aufnehmen können. Hallo, Kate. Hallo. Oh, Robin ist auch da. Hallo, Robin. Robin ist auch da. Der hat sich bestimmt jetzt erschrocken, als du mit einmal so laut gesagt hast. Ja, hallo, Chris. Hallo, ich habe keine Ahnung, warum der Hund hier gerade so eskaliert. Der will auch mitmachen. Ja. Was hat er geschaut, der Hund? Was will er uns mitteilen? Keine Ahnung, was los ist. Gab es irgendwie ein Remake von Lassie oder so? Es war doch irgendwas geplant. Ne? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was mein Hund, den ich mal hatte, der hat immer gern Kommissar Rex geschaut. Und wenn der Rex gebellt hat im Fernsehen, dann hat er mitgemacht. Aber nur bei dem, bei allen anderen nicht irgendwie. Okay. Ich glaube, es war jemand im Treppenhaus, der nicht ins Treppenhaus gehört. Ah. Ganz schön frech von den Leuten. Ey. Sauerei. Tja, gibt's ja gar nicht. Okay, also, was haben wir denn heute alles im Angebot für die Filmfans? Wir hätten zum Beispiel Paradise Highway, den haben wir gesehen in Originalversion. Der scheint, jetzt muss ich mal kurz gucken hier, live, Paradise Highway, wann der überhaupt startet. Paradise Now. Hat er überhaupt einen Starttermin? Ich finde gerade gar nichts. Oh, ich weiß gar nicht, ob der direkt auf DVD kommt. Könnte passieren, ne? Aber ja, wir hatten einen OV auf jeden Fall. Hier bei VDF Kino finde ich gerade gar nichts unter Paradise Highway. Auf jeden Fall ein ganz interessanter Film, den stellen wir euch vor. Ich habe eine Rezensionsdisc geschaut von einem Film, den die anderen beiden schon mal in der Sneak gesehen haben, nämlich Meine schrecklich verwöhnte Familie. Und mal schauen, ob sich so meine Meinung da mit denen deckt. Ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung, was da gesagt wurde. Ein paar News haben wir noch. Serien Devil in Ohio und In with the Devil. Sehr viel Teuflisches, hatte Kate schon im Vorgespräch gesagt heute. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Paradise Highway. Jetzt müssen wir doch mal gucken, ob der irgendwie einen deutschen Starttermin hat hier. Aber ich finde hier echt gar nichts auf den üblichen Seiten. Ist auf jeden Fall ein Film. Morgan Freeman spielt mit, Frank Grillo und Cameron Monaghan. Und in diesem Film geht es um eine... Juliette Binoche in der Hauptrolle. Ja, Juliette Binoche, genau. Wäre vielleicht noch erwähnt. Steht hier bei Moviepilot gar nicht dabei am Anfang. Krass, ey. Ja, Juliette Binoche auf jeden Fall. Und sie spielt eine Truckerfahrerin, die so durch die USA fährt. Sie spricht erstaunlich akzentfrei Englisch, was ich jetzt so nicht erwartet hätte, ne, für eine Französin, aber die kann da wirklich voll reinblenden in diese Gegend und alles, ne? Und sie fährt mit ihrem Truck und liefert da so ein paar Sachen aus und sie nimmt auch immer mal so ein paar Pakete mit, die eigentlich, ja, was eigentlich ein bisschen gefährlich wäre mitzunehmen. Und liefert sie aus, was auch damit zu tun hat, dass ihr Bruder sitzt nämlich im Knast und der hat ein paar dubiose Verbindungen da im Knast und damit er quasi in Ruhe leben kann im Knast, damit er nicht immer zusammengeschlagen wird, muss er Aufträge erfüllen für die anderen, die da im Knast sind, nämlich irgendwelche Pakete von A nach B liefern und er steht kurz vor der Entlassung aus diesem Gefängnis und soll quasi nochmal so einen Auftrag ausführen, beziehungsweise natürlich dann sie soll einen Auftrag draußen ausführen. Sie soll ein Paket irgendwo abholen. Und dieses Paket entpuppt sich als ein junges Mädchen, was quasi entführt wurde, soll quasi Human Trafficking, also hier Menschenschlepperei, soll das junge Mädchen irgendwo hinbringen zu irgendjemand, der dann, was weiß ich, was mit ihr anstellt oder sie auf den Strich schickt oder sonst was. Ne? Und dieses junge Mädchen ist auch erstmal, also wie alt wird die gewesen sein? 10, 11 oder so? 12? Irgendwas wird da gesagt. 12, ne? Hätte ich gesagt. Ja. Ich gucke nochmal nach, was drin steht, aber ich denke 12. Ja, so in der Richtung. Und sie ist auch schon ziemlich traumatisiert, das heißt, wo sie dann in den Truck bei ihr verbracht wird, dann wehrt sie sich erstmal gar nicht weiter und ist irgendwie völlig apathisch und schreit auch immer mal so ein bisschen, aber sie versucht jetzt nicht irgendwie zu fliehen oder so. Da gab es bestimmt auch noch irgendeine Vorgeschichte, die wir dann auch so zeitweise erfahren. Und ja, Juliette Binoche muss dann diese Fracht in Anführungszeichen an einer bestimmten Stelle abliefern. Da geht aber ein bisschen was schief, was dann auch zur Folge hat, dass diese Meldung, dass da was schief gegangen ist mit der Ablieferung, dann auch in den Knast vordringt und da dann auch einige Probleme auslöst und tja,
ich weiß nicht, ob man noch viel mehr verraten will. Sie freundet sich natürlich dann auch ein bisschen mit dem jungen Mädchen an und da passiert dann noch so einiges auf dem Weg. Ist mehr so eine Roadtrip-Geschichte mit... Vielleicht auf die Rolle von Morgan Freeman noch kurz eingehen. Ja, ah ja, genau, gute Idee. Also er spielt quasi die Rolle, die er bei 7 hat, bloß dass er hier quasi schon raus ist aus dem Polizeidienst, während er bei 7 ja gerade noch drin war im Polizeidienst. Hier ist er quasi raus aus dem Polizeidienst und ist als Consultant tätig, weil er im Laufe seiner polizeilichen Ermittlungen sehr viel mit Human Trafficking zu tun hatte und da halt auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Und er bekommt ein Greenhorn von der Akademie zur Verfügung, zur Seite gestellt, der in diesem Fall ermitteln soll. Und ja, so begeben die zwei sich dann halt auf die Suche. Also eigentlich suchen sie nach was ganz anderem und kommen dann aber auf die Spur, dass da wohl an der einen Adresse wohl ein Mädchen gewesen sein muss, was verschleppt worden ist. Und so führen dann irgendwann die zwei Erzählstränge dann zusammen. Und ja, der Morgan Freeman spricht auch mit der Juliette Binoche, also mit der Truckerin. Und sie darf natürlich nicht verraten, dass sie das Kind dabei hat, weil sie dann Angst hat, dass ihr Bruder umgebracht wird im Gefängnis. Und Morgan Freeman ermittelt aber in dem Fall weiter. Und ja, so kann man es, glaube ich, so zusammenfassen, oder? Ja, so in etwa. Also, ja. Es war alles Wichtige gesagt, denke ich. Ja, ich weiß irgendwie nicht so ganz, was ich von dem Film halten soll. Als ich den Film gesehen habe, also als erstes fiel uns ja auf, oder mir fiel auf, ich habe es dir dann gesagt, ganz am Anfang stand da, dass Veronika Ferres mitspielt. Dachte ich, ach du Scheiße. also die kann ich ja nicht so richtig ab. Und ich war dann trotzdem, aber irgendwann war ich dann gespannt, weil sie war überhaupt nicht zu sehen. Und irgendwann dachte ich, ja, ich stand aber sehr prominent am Anfang da. Ja. Und es war aber irgendwie eine kuriose Co-Produktion. Das war irgendwie ZDF zusammen mit irgendwelchen amerikanischen Produktionsfirmen und Französischen. Es ist tatsächlich eine internationale Co-Produktion zwischen den Vereinigten Staaten, Deutschland und der Schweiz. Oh, die neutrale Schweiz hat sich hier eingebracht. Genau. Also ist sehr, sehr spannend, was das angeht. Aber ansonsten, ich denke, ein Film über ein Thema, das wirklich kein einfaches ist und auch kein sehr schönes Thema. Und das muss ich sagen, fand ich allerdings relativ gut dargestellt da, also auch wie es dem Kind geht, wie es mit der Gesamtsituation und alles ist. Das fand ich eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Vieles anderes fand ich schwierig. Ich fand die Dialoge ziemlich ätzend, weil es super lang und super anstrengend streckenweise. Und ja, Morgan Freeman ist einfach extrem alt geworden. Ich habe den ganz schlecht verstanden, im Original. Also ich habe das kommt auch noch dazu. Also ich habe viele Filme mit ihm, die ich auch gerne im Original angucke, 7 oder so, oder auch diese ganzen, der hat ja so Dokumentationen gemacht über Weltall und Technik und sowas. Ne? Wenn er da der Narrator ist, der das dann so spricht, oh, ich habe dem total gern zugehört. Aber ich habe den hier so schlecht verstanden in diesem Film. Ich weiß nicht, ob das an der Soundabmischung lag oder an der Mikrofonierung oder irgendwas, aber... Oder an Morgan Freeman. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Also, so ein Alter, so vor sich hin nuschelt, also so Kinocast in 20 Jahren oder so. Ja, kann auch sein. Ja, und so ein bisschen fand ich auch, dass durch den Einsatz von Morgan Freeman so ein bisschen dem Film die Dynamik auch flöten ging. Das war dann schon immer wieder relativ auf Ruhe wieder bedacht und ja, wie gesagt, es ist ein Film über ein schwieriges Thema mit ganz ordentlichen Schauspielern. Ich muss sagen, das Mädel ging mir nicht auf den Keks, also Hayla Finlay hat die gespielt, die ging mir tatsächlich nicht auf den Keks. Ich fand die relativ gut sogar in der Rolle. Mir ging die auf den Keks. Ja, gut. Warum ging sie dir auf den Keks? Da waren so viele Facepalm-Szenen drin, ja. Also sie, ich meine, ja, gut. Sie ist ja nun quasi erstmal bei der Frau so ein bisschen in Sicherheit, ja, weil da ging ein bisschen was schief bei der Übergabe und die Frau hat sie dann halt ja erstmal mitgenommen. So. Und jetzt ist sie quasi diesen Menschenhändlern erstmal entkommen und
sie versucht nichts anderes als ständig das alles zu, ja, zu attackieren, dieses Ganze, oder so, versucht zu fliehen oder so, wo man dann sagt, hey, es hat, was soll das? Ja, oder macht dämliche Aktionen, bringt sich selber in Gefahr und so. Oh, das fand ich so nervig. Hey. Ich habe noch mal eine Frage. Ja. Wie alt ist das Kind? Irgendwie so 11, 12 oder so. Ja. Und traumatisiert. Ja, also ich verstehe Erik seine Kritik da eher nicht. Als 12-Jährige in so einer Situation, weg von zu Hause, gerade irgendwas Traumatisches erlebt, wäre ich auch nicht der einfachste Geselle, glaube ich. Nee, sie war ja schon eine Weile bei diesen Menschenhändlern. Also offensichtlich war sie da wirklich schon eine ganze Weile da. Aber weißt du, dann, ich muss, also so eine Szene, ja, sie sagt, hier, bleib du mal im Auto. Die haben ja diese riesigen amerikanischen Trucks, wo dann hinten so ein quasi so ein Schlafzimmer dran ist, ne? Wo da einfach so ein Vorhang, den kannst du mit Reißverschluss zumachen, da kannst du von außen überhaupt nichts sehen, ja. Sie sagt, ey, bleib da mal drin, ich gehe rein in die Tankstelle, ich hole uns was zu essen und zu trinken, ja, dass dich auf keinen Fall irgendjemand sieht. Was macht sie? Geht natürlich raus, nach vorne in die Fahrerkabine, wo dann gleich irgendjemand vorbeikommt, die sie ja erkennt, irgendwas, ne? Also solche Sachen halt, ne, wo man sagt, ey, sag mal, also. Du dumm. Bist dumm oder was? Kind halt, würde ich sagen, aber. Spießele, bläh. Ja, du bist ein Bläderhund, muss doch gerade mal sagen. Ach, so ein Bläderkerl. Wobei hier nicht Kerle, sondern Mädel. Madel. Nee. Da waren so Szenen, das hat mich einfach genervt. Und dann ging der auch irgendwie sehr lang. Also, es hat sich natürlich. Ja. Die waren natürlich ständig sind die irgendwo rumgefahren. Haben in die Gegend gestarrt, ja, während des Fahrens. Das sieht natürlich toll aus, ne? Die amerikanischen, die Weite der Landschaft, ja, und dieses Roadtrip-Feeling und dieses, ich hatte irgendwann mal Need for Speed The Run gekauft, ich weiß nicht, wer das kennt. Da fährt man quasi einmal durch Amerika durch, von einer Küste zur anderen, wo halt wirklich immer diese verschiedenen Landschaften und so kommen. Mir gleich mal wieder Origin hatte ich das, muss ich mit den Origin hab's installiert. Es läuft leider irgendwie nicht mehr, weil der sich nicht mehr mit dem Server verbinden kann, was sehr schade ist. Ich versuch's mal irgendwie hinzukriegen, aber ich habe gleich wieder Lust bekommen, das zu spielen, weil so diese verschiedenen Landschaften in Amerika und so. Aber dafür 2 Stunden jetzt und dafür ist die Story einfach viel zu dünn gewesen. Ja, ja, dafür war die Story dann im Endeffekt auch zu Banane. Auch mit dem großen Finale dann. Also, das tat mir ein bisschen leid für den Film. Der im Endeffekt keinem wirklich wehtut. Also klar, schwieriges Thema, bleibt weiterhin. Aber so, ja, es ist nur ein Film, wo ich nicht weiß, ob, ja, der wird jetzt nicht irgendwie welche Preise groß gewinnen, würde ich mal vermuten. Hat sich stellenweise angefühlt vom Art, von der Art, wie es gedreht her ist, wie so ein Clint Eastwood-Film, die auch so ein bisschen ruhig und die Kamera meistens keine Handkamera oder ganz wenig Handkamera, nur so feste Einstellungen, wo du siehst, wie Personen miteinander reden. Was aber dort wesentlich besser funktioniert, war die ganze Komposition des Bildes, dass da schon so ein bisschen Spannung drin ist, wer ist da wo und wer redet mit wem. Und ach, hier war es, ja, ich weiß nicht, nee. Also 100% perfekt war es nicht, wenn man bedenkt, dass Originalversionen bei mir immer noch ein bisschen mehr verfangen als die synchronisierten Versionen. Und ich gebe hier wirklich nur 5 Punkte. Also das sagt dann schon einiges. Ne? Ja, ich bin relativ nah bei dir. Ich gebe ihm 6 Punkte. Wegen der Thematik. Die Thematik hat einen Bonuspunkt verdient. Thematik ist wichtig. Man hätte es eigentlich besser darstellen müssen, solche Geschichten, damit das wirklich eindringlicher ist. Und ja. Okay, Paradise Highway. Wir wissen leider nicht, ob der überhaupt startet. Mal sehen, ob ich irgendwas finde, was ich auf unser Bildchen schreiben kann, auf unser Podcast-Bildchen, was da immer mit dranhängt. Da stehen ja immer die Starttermine mit drauf. Ich werde es mal im Nachgang recherchieren und wir schauen jetzt erstmal, was eventuell morgen in der Sneak laufen könnte. Was gibt es denn da für einen Hinweis und sind da schon Tipps eingegangen? Also der Hinweis ist eine ungewollte Reise und es hat niemand was getippt. Oh, stimmt. Ich habe auch noch nichts. Ja, habe ich auch gerade keine. Ja, danke für die große Teilnahme an diesem Thema. Ja, ihr könnt ja auch mal was tippen. Bin ja nicht nur ich, ne? Also. Ja, ich darf nicht. So, jetzt suche ich hier mal live was. Ich würde immer richtig liegen. Was läuft denn hier alles so an? Nee, das könnte nicht passen.
kann man noch. Aber wahrscheinlich haut es ja eh wieder nicht hin. Da ist wieder so ein Tipp, der da gar nicht auf den Film dann passt, oder? Hat man ja auch manchmal. Tja. Ich tippe mal in einem Land, das es nicht mehr gibt. Da geht es um eine junge Frau in Ostberlin, die zu DDR-Zeiten als Model entdeckt wird und die dann irgendwo ans Meer fahren. Vielleicht wegen irgendeinem Shooting oder sowas. Vielleicht. Ich schreibe das mal rein, damit was drinsteht. Habe ich das auf die Schnelle gefunden, ohne viel Tamtam hier. Wird wahrscheinlich nicht stimmen. Ah, da steht was drin. So. Okay, dann schauen wir doch mal rein, was so in den Charts drin ist. Mal gucken, ich bin echt gespannt, ob sich da was getan hat, weil es war ja dieses, oder läuft ja noch dieses Kino, so, Wochenende des Kinofest, wo man für 5 Euro ins Kino gehen kann. Das kann natürlich zu einigen Verschiebungen führen, dass da jetzt vielleicht Filme, die viele nochmal sehen wollten, da nach oben gespült werden. Ich bin gespannt, lass mal schauen. Kinocharts und Neustarts. In Stuttgart auf Platz 5 Monsieur Claude und sein großes Fest. Ah, schon geht's los. Guck das an. Große Kinofest. Auf Platz Nummer 4 haben wir Freibad. Okay, dann die 3 ist die Känguru-Verschwörung. Auf Platz 2 der Gesang der Flusskrebse. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich wage zu behaupten, der war letzte Woche nicht auf der 1 mehr. Oder war er nicht? Bullet Train. Letzte Woche war Gesang der Flusskrebse. Ja. Ich glaube, da haben sich jetzt doch viele gedacht, auch nach meiner Promo hier, weil der Film ist so geil, Bullet Train. Also ich kann es nur empfehlen. Bullet Train, guckt ihn euch an, wenn ihr den noch im Kino erwischt, den mit ein paar Leuten schauen, Spaß haben. Echt toll. Also wer so auf den Deadpool-Humor steht zum Beispiel oder Snatch gefeiert hat, der ist hier genau richtig, Bullet Train. Ja, Platz 1. Und was läuft denn so Neues an? Oh, in einem Land, das es nicht mehr gibt. Das könnte natürlich passen mit der Sneak. Ach nee, halt, ich bin zu weit gesprungen, weil ich vorhin hier geschaut habe, was so anläuft. wo sind wir denn? 15 und 9. Lieber Kurt. Ja, mit Till Schweiger. Über eine Patchwork-Familie, die ihr Kind verliert. Und dann das sieht alles irgendwie sehr, sehr traurig aus. Der Trailer, den habe ich schon gesehen. Ja, dann läuft an... Ticket ins Paradies. Rom-Com mit Julia Roberts und George Clooney als geschiedenes Paar, das ihre Tochter vor dem Bund der Ehe bewahren will. Okay. Das könnte doch auch zum Tipp passen. Aber reisen die irgendwo hin? Ja, vielleicht. Die reisen zu der Hochzeit ihrer Tochter. Na, schreib das mal rein als Tipp. Eine ungewollte Reise? Ja. Das ungewollt. Na gut. Ja, sie wollen ja eigentlich da gar nicht hin, weil sie die Hochzeit verhindern wollen. Ja, schreib's mal rein. Klingt gut. Weiß ich mal? Ja. Ich hätte noch im Angebot als Neustart Jeepers Creepers Reborn, die Horrorversetzung, ja, und zugleich Reboot. Ist bestimmt auch eine ungewollte Reise. Definitiv, ja. Wenn die verschleppt werden vom Jeepers Creepers. Und dann haben wir Chase, nichts hält ihn auf. Action-Thriller mit Gerard Butler, der fieberhaft nach seiner vermissten Frau sucht. Den hatten wir in der Sneak. Die vermisste Frau befindet sich bestimmt auf einer ungewollten Reise, würde ich mal sagen. Badum. Aber den hat man ja schon. Ach nee, Dokumentarfilm? Komödie. Die Küchenbrigade. Eine französische Feel-Good-Komödie um eine hervorragende Köchin, die plötzlich mit Jugendlichen zusammenarbeiten muss. Die fährt bestimmt irgendwo hin auf eine ungewollte Reise und muss da mit den Jugendlichen zusammenarbeiten. In einer herunterkommenden Kantine stehen Dosenravioli auf dem Speiseplan. In der Speisekammer wuchert der Schimmel. Es ist nicht weniger als die kulinarische Hölle. Doch aus der prekären Lage macht Kathy das Beste. Sie integriert die unterrichtswilligen Geflüchteten selbst, denen sie das Einmaleins der sauberen Küche und des Kochens beibringt. Gerade wenn das kein französischer Film ist, wo erstmal Geflüchtete, dem wird erstmal Kochen beigebracht, ne? Damit man erstmal so die Grundsätze von Leben in Frankreich kennenlernt. Ja, dann haben wir den Musikfilm Aha, True North, aber. Ja. Und das Supernasen-Fan-Event zum 40-jährigen Jubiläum. Die Supernasen, Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Ach, Herr Goemin. Ob das gut gealtert ist? I doubt it. Ich weiß es nicht. Damals war das lustig. Alle reden übers Wetter. Ein Drama, ein zurückgenommenes Selbstfindungsdrama um eine Philosophie-Dozentin aus Berlin, die zum Geburtstag ihrer Mutter in die ostdeutsche Provinz reist. Oh, das klingt nach einer ungewollten Reise. Alle reden über das Wetter. Könnte auch passen. Ostdeutsche Provinz.
Mal gucken, wo es dahin geht. Ja. Dann haben wir hier noch Goodnight Mummy, ein Horrorfilm. Aber der läuft auf Prime Video, startet. Aber Kinostart, aber trotzdem Prime Video. Da ist noch ein Anime, The Deer King, der manchmal... Ah, das habe ich übersprungen. Ah. Übrigens hier, Goodnight Mummy ist mit Naomi Watts. Okay. Haben wir noch was? Oder war es das eigentlich jetzt hier? Nee, das müsste sein. Ich glaube, das war was. Das müsste sein. Jetzt gucke ich mal kurz, wohin die reisen, in die Provinz hier. Steht da irgendwas? Das interessiert mich natürlich. Nee, steht hier nicht. Steht hier nicht. Wahrscheinlich haben sie es im Studio aufgebaut. Einfach so ein verfallenen Ort da. So, ja, wir sind jetzt hier in der ostdeutschen Provinz. Ah, Mecklenburg-Vorpommern steht hier wenigstens. In einem Dorf in der Uckermark. Okay. Alles klar. So, Heimkino. Hier. Heimkino. Meine schrecklich verwöhnte Familie hatten wir im Kinocast vor einigen Episoden schon mal vorgestellt. Der Chris, Kate, hattest du es auch mitgesehen oder war das? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah, vielleicht fällt es dir wieder ein, wenn ich davon erzähle. Eine französische Komödie mit Gérard Jugnot, den hatten wir schon mal in ein paar anderen Filmen. Die anderen kannte ich alle mehr oder weniger nicht. Wobei das aber, denke ich mal, auch so ein bisschen so ein Sprungbrettfilm ist für andere Filme, denke ich mal. In diesem Film geht es darum, ein Familienpatriarch, würde ich ihn mal nennen, lebt in Monaco, dem geht es sehr gut, der hat eine Firma, der ist gut im Geschäft, fliegt immer so um die Welt und hat viel zu tun und verdient viel Geld, weil wenn man in Monaco wohnt, das kostet schon einiges, das musste ich am eigenen Leib erfahren, man muss sich mal was Kleines zu essen holt und da gleich mal 50 Euro los ist. Ja. Genau, der lebt dort und seine Kinder, drei Stück an der Zahl, ein Mädchen oder eine junge Frau und zwei Männer leben dort auch und die lassen sich von dem Geld des Papas ziemlich gut gehen in Monaco. Also die Tochter, die macht so ein bisschen Influencerei und so, geht dann immer mal shoppen, macht da irgendwelche Instagram-Reels und sowas und ja, der eine Junge, der hat immer so irgendwelche Startup-Ideen, versucht die umzusetzen und es fehlt alles. Und der andere, der sieht sich eigentlich als Revoluzzer, aber lebt natürlich von dem Geld seines Papas und fühlt sich aber ganz revolutionär, weil er nicht arbeitet und damit das kapitalistische System ausgetrickst hat. Letzten Endes haben die alle allesamt nichts auf der Pfanne. Und als dann die Tochter einen dubiosen Argentinier heiraten will, da sagt dann der Papa dann irgendwann mal, ey, das kannst du nicht machen, der will nur das Geld und sowas. Und ja. Noch so ein Schmarotzer in der Familie, ja. Können wir uns nicht leisten. Auf dieser Familienfeier bekommt der Papa auch einen Herzinfarkt und liegt dann im Krankenhaus und als dann die drei Kinder ihn da besuchen, dann merkt er halt wirklich auch, also die kommen ja überhaupt nicht klar und dann passiert, als er dann wieder zu Hause aus dem Krankenhaus, steht plötzlich die Polizei vor der Tür, also richtig mit SWAT-Team und allem und die beschlagnahmen alles und die Konten sind gepfändet, die Kinder kommen nach Hause, ja, Telefon geht nicht mehr und Kreditkarten gehen nicht mehr und er sagt dann, ja, wir müssen fliehen, die sind uns irgendwie auf die Schliche gekommen, hier Steuerhinterziehung und Veruntreuung und so weiter, setzt sich erstmal ab, sie fahren in sein Elternhaus in der Nähe von Marseille und das ist mittlerweile total runtergekommen und er sagt halt, ja, wir müssen jetzt sehen, dass wir irgendwie Geld verdienen oder ihr müsst sehen, dass wir Geld verdienen, sonst haben wir hier nichts. Weil er muss sich ja auch noch erholen, er ist von Zuzana. Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Oh, der ist noch sehr präsent bei dir, der Film, merke ich. Ja, ja, also, wenn du das erzählst, dann kommen noch ein paar Sachen wieder mit. Also. Genau, und so kommt es dann, dass die Kids alle irgendwie mal arbeiten gehen. Ach, ich habe ja sogar einen Zettel hier, der mir helfen könnte beim Vorlesen. Ja, vielleicht ein paar Namen. Francis heißt der Papa, falls ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt weiterhilft. Dann gibt es noch Philippe, Stella und Alexandre. So. Genau, und die gehen dann halt irgendwie, versuchen dann irgendwie Jobs zu finden. Also der eine, der immer diese Startup-Ideen hatte, fängt dann an, irgendwie Rikscha zu fahren, sich da ein bisschen Geld zu verdienen. Der ist aber eigentlich völlig unsportlich und man fragt sich, wie er da überhaupt Geld verdient. Die junge Frau, die kellnert in so einem Betrieb von einem Bekannten von ihr, wo sie erst denkt, ja, das läuft ja, aber das ist dann doch schwerer, als sie sich gedacht hat.
Und der andere, der in Anführungszeichen Revoluzzer, der fängt dann an, quasi das Haus erstmal in Schuss zu bringen und die ganzen Klempnereiarbeiten und sowas zu machen, wo er halt ungeahntes Talent entdeckt und so. Ja, und so findet dann halt auch so ein bisschen die Familie dann auch mal näher zusammen, weil sie dann also wirklich mal wieder alle auf einem Ort sind und sie sprechen halt mal wieder miteinander, was sie die ganzen Jahre eigentlich nicht getan haben. Der Papa denkt von sich, er wäre der ganz tolle Papa, weil er denen alles ermöglicht und die Kinder sind verzogen. Aber die Kinder sagen ihm dann auch, ja, du bist die ganze Zeit unterwegs und nie für uns da. Und ja, da kommt dann halt alles zur Sprache mal. Und ja, ich fand ihn ganz okay. Ich fand ihn jetzt nicht ganz so rund oder so ganz so lustig wie jetzt andere französische Filme. Er war durchaus sehenswert, gerade so die Ecken, so Monaco ist ja nicht groß, also ich habe da wirklich ein paar Ecken entdeckt, ich habe mich ja dort mehr oder weniger zu Fuß bewegt, weil Taxi ist unheimlich teuer und es gibt dort auch so eine, ich nenne es mal Taxi-Mafia, ne? Also die Taxis, die in Monaco selber tätig sein dürfen, die haben schon saftige Preise. Man kann natürlich auch Taxis von außerhalb bestellen, allerdings ist das sehr schwierig und die werden dann aber sehr günstiger. Ja, deswegen habe ich mich da mehr oder weniger zu Fuß bewegt, habe da doch mal die Stadt zu Fuß entdeckt und ja, das war schon mal schön, das mal so ein bisschen zu sehen, die Ecken. Ja, und dann Marseille ist ja auch eine herrliche Ecke, aber ich konnte es total nachvollziehen, wie die aus erstmal so einen Schock kriegen, dass sie jetzt nach Marseille müssen, weil Monaco ist ja wirklich so eine behütete, reichen Gegend, während Marseille wirklich so dieser, ja, ich nenne es mal dieser Schmelztiegel an Kulturen ist, ja, wo sehr viele Einwanderer aus Algerien da sind, aus aller Herren Länder und so. Und man sieht es ja auch schon immer bei Fußballspielen, wie es da heiß hergeht in Marseille und so. Da sind wirklich die Emotionen am Kochen immer und das ist ein riesen Schmelztiegel. Und wenn die jetzt gesagt hätten, ja, was weiß ich, nach Lyon oder so, das wäre dann schon aber ausgerechnet von Marseille, von Monaco nach Marseille. Das ist wirklich ein sehr starker Kulturschock und das war ganz nett zu sehen. Ja, ich kann es durchaus empfehlen. Wie gesagt, Gérard Jugnot, der den Familienpatriarchen spielt, der hat ja auch bei Die Kinder des Monsieur Mathieu mitgespielt, der war auch schon sehr gut. Und erscheint am 6. Oktober 2022 auf Disc, DVD und Blu-ray und digital zum Kaufen leihen ab 23. September verfügbar. Das heißt, wenn ihr die Sendung hört, setzt euch das mal auf die Merkliste drauf. Ist auf jeden Fall eine schöne französische Komödie. Gerade jetzt, wenn der Herbst kommt, kann man so ein bisschen sommerliche Bilder sehen aus Monaco und Marseille. Von mir 7 Punkte für meine schrecklich verwöhnte Familie. Ja. Darf ich dazu noch was sagen? Sehr gern. Also ich erinnere mich nicht, dass ich den Film gesehen habe, aber die Story erinnert mich doch aber sehr an die Serie Schitt's Creek. Ja, stimmt. Schitt's Creek, ja. Wo die dann in diesem Motel wohnen. Bloß, dass bei Schitt's Creek, hier ist es ja inszeniert von dem Papa. Und bei Schitt's Creek war es ja, soweit ich weiß, Tatsache so, ja. Ja, genau. Ja. Aber bei Schitt's Creek ist ja mehr oder weniger so, die arbeiten ja dann erstmal nicht, die Kids, ne? Die versuchen sich dann irgendwie so durchzulavieren. Ja, doch, sie fängt ja dann, die Tochter fängt ja dann bei dem Tierarzt an und der macht auch irgendwas. Mit Klamottenbusiness oder sowas, keine Ahnung. Und natürlich das Hotel betreiben. Stimmt. Ja. Okay, ich gucke jetzt gerade mal, 17. Oktober 2021, das ist ja quasi ein Jahr her hier, dass du den Film vorgestellt hast. Hat aber jetzt lang gedauert, bis der auf Disc erscheint. Mal gucken, der wurde ja nochmal verschoben. Der hätte rauskommen sollen, da wurde er nochmal verschoben. Hm. Deswegen, klar, dass er dann halt jetzt erst relativ später dann auch auf. Du hast damals 6 Punkte gegeben. Ja, siehst du. Ich werde mal die Folge mit verlinken, dann könnt ihr euch in Chris Sainz auch nochmal anhören. Und wir liegen ja nah beisammen. Und aber es ist ein Jahr dazwischen. Aber der Chris, bei ihm war es erstaunlich präsent noch. Das heißt, ist ganz so schlecht kann er den nicht gefunden haben. Ja, so ein paar Sachen halt, aber. Okay, dann schauen wir doch mal in die News rein, was da so Cooles dabei ist. News. Auf geht's. Junge, spätestens jetzt sind alle wach, so laut wie die News. War das laut? Okay. Bei mir war es laut, ja. Disney hat einiges vorgestellt für Disney Plus und Disney Plus, was da jetzt kommen wird. Die, oh Gott, wie haben sie es genannt? Disney.com oder nicht Disney.com, wie haben sie es genannt? Oh Gott. Ah, ich komme nicht mehr drauf, auf jeden Fall. Disney Day gehabt oder sowas.
Disney Day? Das war doch aber vorgestern, ne? Oder so. Ja, das war jetzt diese Tage. Ja, genau. Also diese Woche. Deswegen ist es jetzt im Podcast. und da wurden, wie ich finde, ein paar Trailer gezeigt, die sehr, sehr interessant sind, und ein paar Ankündigungen gemacht, die auch sehr, sehr, sehr interessant sind. Mich hat da am meisten natürlich interessiert die Star Wars-Ecke. Es gibt einen ersten Trailer zur dritten Staffel von The Mandalorian und ich hatte original Gänsehaut. Also und einfach nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weil, ja klar, es geht weiter. Es sieht vom Dingsen her jetzt schon aus wie gewohnt. Also nicht, dass irgendwie was sich da was Neues einfallen lassen wollen hiermit. Oh, wir machen es irgendwie poppiger und lustiger. Nee, es sieht tatsächlich so düster und schmutzig wie eh und je aus. Und zeigt, wie ich finde, sehr interessante Wege und auch Charaktere, die tatsächlich dann zur neuen Trilogie, also zu den neuen Filmen hinten raus, eine Brücke schlagen werden. Spannend. Oder werden kann. Also wie gesagt, weil, fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß nicht, wie es euch da beiden gar ging. Also mich hat es sehr, sehr abgeholt. Wie würde ein bekannter Moderator sagen? Ja, geil, habe ich Bock drauf. Genau, um mal das Zitat hier zu bringen. Definitiv. Ich glaub, Kate, du auch, ne? Ich dabei. Oh ja. Bin also Mando Staffel 3 unbedingt. Unbedingt. Genau. Und dann gibt es eben noch Sachen, die jetzt die beiden anderen hier nicht so ansprechen werden. Oder weiß ich nicht. Also es gab den finalen Trailer von Andor, das jetzt dieses Ende des Monats kommt oder Mitte des Monats kommt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also wirklich positiv gespannt drauf. Klar, es ist die Geschichte von Cassian Andor, wo man sagt, ja, muss man zu dem groß was sagen? Hat der wirklich was zu erzählen? Das ist mein Problem daran. Ich krieg den überhaupt gar nicht in das Universum gerade rein. Wer ist das? Aber das finde also ich klar, doch der Name Gute. Sagt mir was, aber das finde ich gerade das Gute, dass jetzt nicht so eine bekannte Figur genommen wird, wo du immer die Gefahr hast, dass du irgendwo den, wie heißt das, die Lore so zerstörst, wo du sagst, na, das kann ja aber jetzt nicht sein, dass der jetzt an dem Ort war, zu der Zeit, weißt du, da gibt es dann ja Riesendiskussionen. Du nimmst einfach eine relativ unbekannte Figur oder die so, ja, ein bisschen unterm Radar geflogen ist, da kannst du ja eigentlich das komplette Buch aufklappen und kannst erzählen, was du möchtest, oder? Ja, mehr oder weniger. Du weißt halt, wie seine Geschichte enden wird durch Rogue One, wo er ja genau, die tragende Rolle spielt. Aber du hast ja richtig, du kannst ja... Ach stimmt, das ist der aus Rogue One. Du kannst ja richtig coole Sachen erzählen. Das finde ich ja das Gute. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel Han Solo, da hast du jetzt nicht so viele Freiheiten, wenn du da Nebengeschichten erzählen willst. Oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich finde es total cool, dass sie da jemanden nehmen. Und ich bin gespannt drauf. Ich mag sehr Rogue One. Am liebsten, weil es halt auch zu den Anfängen der Rebellion dann auch erzählt. Und das ist halt, da bin ich echt gespannt, was da rumkommt. Also ich freue mich da wirklich drauf, weil habe einfach Bock darauf, das zu sehen. Und das Dritte, worauf ich mich sehr, was ich jetzt rausheben möchte, ist wieder eine Animationsserie. Und da weiß ich, dass Kate und Erik beide nicht so was groß mit anfangen können. Es wird eine Bad Batch, wird die zweite Staffel kommen, was cool, hoffentlich cool sein wird. Was ich gerne geguckt habe, was hinten raus ein bisschen an Drive verloren hat, aber dann auch ganz cool wurde. Aber es gibt eine Animationsserie, die auf 6 oder 8 Folgen, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 6. 6. 6 Folgen reduziert. Kommt ihr wieder mit Paw Patrol. Und die heißt Story of the Jedi. Okay. Und da werden von verschiedenen Charakteren so Origin-Geschichten erzählt. Zum Beispiel von Count Dooku, von Ahsoka Tano und sowas. Yoda mit Haaren. mit Föhnwelle. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, weil das sah auch sehr vielversprechend aus. Und wenn das so in die Richtung letzte Staffel Clone Wars geht und sowas, dann könnte das richtig, richtig cool werden. Also das sind so die Sachen, worauf ich mich freue. Meinst du, das ist dann eine zusammenhängende Geschichte oder sind das 6 einzelne Originals? Ja, dann gucke ich es an. Also ich bin der Meinung, dass es 6 Einzelgebiete sind. Du kannst sie nicht alle zusammenpappen. Ich denke, das ist das andere. Ja. Dass es einzelne Geschichten sind. Ah, ja. Secret Invasion.
war noch was, was ich. Was mich interessieren würde. Was ist das? Das ist Marvel, eine Marvel-Serie. Achso. Kannst du mal, wenn du es hast, irgendwo diese Trailer-Links mal unten drunter, dann tue ich die mit in die Shownotes rein. Ich habe die gar nicht so. Ihr habt zwar mal es irgendwie gepostet oder so, aber ich hätte es dann auf dem Handy, ich wollte es auf dem Großen angucken, habe es dann vergessen. Ich muss die auch erstmal alle gucken. Ich habe die noch nicht so richtig schön gesehen. Jetzt hieß es D23 Expo. Ja. Okay. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also die Star Wars Sachen, Disney, ja, Hauptsache es wird jetzt nicht so ein riesen Sellout, dass die wirklich so sehr viel bringen und ja, mal gucken. Okay, ich habe noch eine kleine News, also Schläferz habe ich ja jetzt geschaut, High Alarm auf Mallorca. Hier ist High Alarm. Genau. Und nächste Woche, 16.09. kommt der Film Die Barbaren. Ich weiß nicht, ob du es kennst, es gab früher mal so ein Spiel auf dem C64, Amiga Barbarians hieß das, das war quasi zu diesem Film. Und das ist ein wirklich sehr trashiger, lustiger Film, den habe ich schon mal irgendwann gesehen. Ist von Ruggero Deodato, der hat zum Beispiel Cannibal Holocaust gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da so einen übelsten Kannibalenfilm, der lange Zeit so nur beschlagnahmt in Deutschland war und dann unter der Hand weitergereicht wurde und solche Geschichten. Ne? Oder Der Schlitzer hat er gemacht, nackt und zerfleischt. Solche Geschichten. Ja, oder auch zum Beispiel Die Gräfin der Lust hat er auch gemacht, 1969. Aber ja. Das klingt jetzt wie ein Porno. Sehr schöner Trash. Ja, wahrscheinlich Softporn, sonst würde es hier nicht bei IMDb stehen. Keine Ahnung. Lucrezia Love. Wie auch immer. Also, Schläferz Barbarians oder Die Barbaren dann am 16.09. nächsten Freitag reinschauen. Okay, dann auf in den Serienbereich. Serien. Kate, Devil in Ohio, erzähl mal. Ja, Devil in Ohio ist eine neue Netflix-Serie, die seit dem 2. September verfügbar ist. Und eine sehr bekannte Schauspielerin in der Hauptdarstellung hat, und zwar Emily Deschanel, die Susan spielt, die wir alle kennen aus, weiß ich mal, 8 Staffeln Bones, die Knochenjägerin. Und Emily Deschanel, also Susan, arbeitet in einem Krankenhaus und ist so eine, also sie ist jetzt keine Psychologin im ursprünglichen Sinn, aber sie ist so eine Vertrauensperson, die halt, also sie hat auch irgendwas studiert, also sie darf auch Medikamente verschreiben und sie ist halt für ein bisschen verstörte Patienten und so zuständig und baut dann eine Beziehung auf und hilft denen. Also sie ist keine Sozialarbeiterin oder so, aber also sie hat irgendwas Medizinisches, irgendwo in der psychologischen Schiene. Ich habe nicht ganz rausgefunden, was sie jetzt wirklich vom Beruf ist. Aber sie arbeitet in dem Krankenhaus und eines Tages wird ein junges Mädchen eingeliefert, die scheinbar von irgendwo geflohen ist und ziemlich entstellt ist auf dem Rücken. Also man hat ihr auf dem Rücken was eingeritzt und sie ist sehr verschüchtert und redet am Anfang nicht und so. Und sie soll sich halt um sie kümmern. Und die Susan nimmt sie dann so ein bisschen unter ihre Fittiche und das Mädchen taucht dann auch auf und verrät ihr auch den Namen und so. Und nach kommt halt raus, dass die aus einer Sekte geflohen ist und zwar aus einer, die den Teufel anbeten. Und sie wirkt allerdings teilweise ein bisschen seltsam. Also es hat so ein bisschen was Mystisches auch in der Serie und du weißt nicht genau, hat sie jetzt irgendwelche komischen Kräfte vom Teufel bekommen oder nicht? Und ist das einfach nur ihre Erziehung der letzten Jahre und wo kommt sie her und so? Ja, und dann wird halt auch parallel noch ein Polizist hinzugezogen, der ermitteln soll, ob hier Kindesmisshandlung vorliegt und woher sie wirklich kommt und keine Ahnung. Und das Dramatische an der ganzen Geschichte ist, dass die Susan sich so in die May hineinversetzen kann und ihr so viel Hilfe anbietet, dass sie dann sogar zu Hause bei sich aufnimmt. Weil halt da das Vertrauensverhältnis schon da ist durch die Behandlung im Krankenhaus und das Mädchen dann die ganze Familie so ein bisschen auf den Kopf stellt und
das alles so teilweise ein bisschen intrigant wirkt. Und dann tut die Susan halt auch noch rausfinden wollen, wo das Mädchen herkommt. Und das bauscht sich dann alles auf und so. Ist eigentlich eine sehr, sehr gute Serie. Es sind 8 Episoden. Mein Problem an der ganzen Sache war, dass ich tatsächlich mehr von dieser Mystik gern gehabt hätte und mehr von dieser gruseligen Seite von dem jungen Mädchen und wie sie sich in diese Familie noch mehr integriert. Mit dem Ende bin ich überhaupt nicht einverstanden. Also mit den Entscheidungen, die da am Ende getroffen werden, gehe ich absolut nicht d'accord. Das ist ganz furchtbar. Ich als Frau oder als Mensch finde das nicht in Ordnung, was da passiert ist. Aber das soll sich jeder selber überlegen. Wie gesagt, dafür, dass die Serie heißt Devil in Ohio, ist relativ wenig Teuflisches dabei. Aber es ist halt diese ja, was halt so eine andere Denkweise und so ein bisschen diese teuflische Sektenart mit jemandem macht, der dann aber in die normale Welt zurückkommt. Und ja, und was das dann mit einer normalen Familie macht, das ist schon ganz gut erzählt. Also ich tue mich ein bisschen schwer zu erklären, ob mir die Serie gefallen hat oder nicht. Also ich finde sie gut, aber auch irgendwie nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, so zwiegespalten ist. Du magst sie ja, aber du hast sie ja auch gleichzeitig. Ja, das ist also ja. Das Ende, also diese das Ende hat, und das ist eine abgeschlossene Serie, da kommt keine zweite Staffel. Okay. Das ist eine Miniserie und die hat ein Ende und das Ende gefällt mir halt überhaupt gar nicht. Ich komme mit der Entscheidung nicht klar, die da gefällt wurde. Und das hat sie so ein bisschen ins Negative gerückt. Und ich hätte halt mehr gern von diesem Sekten-Thema noch mehr gehabt, als es schon drin ist. Ja. Aber ansonsten gut gedreht, gut geschauspielert, grundsätzlich gute Schauspieler dabei. Die ein oder andere kannte ich auch aus anderen Serien, aber jetzt nichts, wo man sagt, da muss man die Namen vorlesen. Also das ist wirklich Emily Dejanelle, ist halt die bekannteste von allen. Und ja, man kann es reinschauen, ist keine Zeitverschwendung, würde ich sagen. Aber ja, nicht zu viel erwarten. Nicht zu viel mystisches Sektenverhalten erwarten. Okay. Also wer auf mystisches Sektenverhalten steht, sollte nicht zu viel erwarten bei Devil in Ohio. Ansonsten und bei dem Ende. Vielleicht, ja, mal sehen. Wie viele Folgen war das? Ich habe 8. 8 Folgen, na gut, das kann man nicht mal einfach so gucken, mal sehen. 8 oder 9, na, guck mal. Ich habe auch eine Miniserie, gibt es auf Apple TV Plus, die heißt In with the Devil. Hätte ich nicht geschaut, wenn es nicht als Hausaufgabe bei Fortsetzung folgt auf dem Zettel gestanden hätte, weil da wäre ich irgendwie nie drauf gekommen, weil Apple TV Plus ist bei mir irgendwie nicht gerade das, was ich immer zuerst anklicke, wenn ich irgendwie was streamen möchte. Ich musste das vielleicht aber öfters mal tun, denn da ist eine kleine Perle versteckt gewesen. In with the Devil, der Originaltitel ist Black Bird, also quasi wortwörtlich übersetzt sozusagen. Total. Die Hauptrolle spielt Taron Egerton oder Egerton, ich weiß nicht, wie man genau nennt. Der hat ja zuletzt zum Beispiel den Rocketman gespielt, also Elton John. Spielt bei Kingsman mit in den Filmen. Der hat diesen Eddie the Eagle gespielt. Dann spielt auch noch jemand mit, den könnte der Chris zum Beispiel kennen, aus Cobra Kai und aus der Fall Richard Jewell. Da war er nämlich übrigens, Cobra Kai, die neue Staffel ist gestartet. Ja, da war nämlich Richard Jewell, der besagte Richard Jewell, der Schauspieler. Und der heißt Paul Walter Hauser. Spielt auch noch mit Ray Liotta. Und worum geht's denn überhaupt? Also, Taron Egerton, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und der war quasi an seiner Schule damals so der große Footballstar, wie man es so kennt, so in Amerika, so der große Held, die Mädels gehabt und alle. Und kam auch aus relativ behüteten Hause, musste sich um nichts Sorgen machen. Und als er dann ein bisschen älter ist, hat er auch dann so ein bisschen so Drogendeals gemacht, so nebenbei, um da so Geld zu verdienen, Kokain und so weiter. Und eines Tages geht da ein bisschen was schief, sodass er dann verhaftet wird und sein
sein Papa, gespielt von Ray Liotta, mit dem schließt er sich dann kurz so, hey, kannst du mich mal hier rausholen hier und so, wie, oder, weil das war ja gar nicht mein Kokain sowas, er hat das ja nur für ihn irgendwie transportiert. Ja, nee, das kann ich jetzt nicht machen, weil bekenn dich mal lieber schuldig, weil wenn du jetzt anfängst, wenn das vor Gericht geht, dann untersuchen die ja wirklich alles dann und dann finden die auch meine ganzen Sachen raus. Also Ray Liotta hatte einigen Dreck am Stecken, auch so mit der Mafia und sowas. Und ich sollte vielleicht noch dazu sagen, das basiert auf realen Begebenheiten. Das ist also True Crime sozusagen. Und so bekennt sich Taron Egerton schuldig und bekommt anstatt der erwarteten knapp 5 Jahre, die ihm alle so gesagt haben, so hey ja, 5 Jahre, sitzt halt auf einer Arschbacke ab und dann bist du wieder raus und alles gut, bekommt er 10 Jahre. So, und das ist natürlich dann schon eine ganz schöne Hausnummer, gerade für so einen relativ jungen Männchen mit Ambitionen. Und er ist dann halt im Knast erstmal, dann macht die Serie so einen kleinen Sprung, das befinden wir uns ein bisschen später und wir sehen dann, wie er sich so ein bisschen im Knast arrangiert hat. Er schmuggelt quasi, lässt sich von außen irgendwelche Pornohefte reinschmuggeln, die er dann gegen Geld verleiht für eine gewisse Gebühr, und so hat er sich da situiert im Knast und hat sich so halbwegs arrangiert mit allen. Und dann gibt es noch eine Parallelgeschichte, da ist nämlich Greg Kinnear der Ermittler draußen und der ermittelt in einem Fall, dass immer junge Mädchen verschwunden sind und teilweise auf bestialische Weise umgebracht wurden. Und sie haben auch einen Verdächtigen, aus dem versuchen sie ein Geständnis rauszubekommen. Und wie man dann relativ schnell merkt, das ist zeitlich etwas versetzt. Das spielt nicht parallel, sondern das war quasi vorher. Und dieser Verdächtige, den sie haben, der eben gespielt wird von diesem Paul Walter Hauser, den wir kennen aus Richard Jewell, der da auch diesen naiven Typen gespielt hat, der so ein bisschen neben Weg läuft. So eine ähnliche Rolle spielt er hier auch, aber dass er quasi sich immer nicht erinnern kann an die Verbrechen, die er begangen hat. Und dieser Paul Walter Hauser, dieser Larry Hall heißt er in der Serie, der sitzt schon im Gefängnis und Taron Egerton bekommt das Angebot von der Staatsanwaltschaft, dass er in dieses Hochsicherheitsgefängnis verlegt wird, zu diesem Larry Hall in die Zelle, und er soll ihm das Geständnis entlocken. Denn der hat schon mal gestanden gehabt und wollte dann aber das Geständnis nicht unterschreiben, weil er gesagt hat, das hat er nicht gesagt. Also der ist so ein bisschen schizophren und so. Und deswegen soll Taron Egerton mit ihm in der Zelle wohnen und das Geständnis entlocken, und dafür bieten sie ihm Straffreiheit dann an. Er wird seine Strafe erlassen sozusagen. Und so spitzt sich das dann alles zu, und das ist extrem gut, es ist so gut gespielt und so gut geschrieben, und das fängt so ein bisschen langsam an und zieht einen dann so in den Strudel rein. Und ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, ich bin erst mal bei der dritten Folge, aber hier ist schon so viel Zug in der Story drin, und das ist teilweise so dramatisch, wenn wir sehen das dann halt eigentlich so, wie so eine Art Parallelhandlung, obwohl die eigentliche Ermittlungshandlung viel früher stattfand. Also da ist Taron Egerton noch wahrscheinlich noch frei im Fuß gewesen, und diese ganzen Fälle, wie die da versucht haben zu ermitteln, wie die dahinter gekommen sind, wer das war und so weiter. Echt empfehlenswerte Serie hier, eine wirkliche Perle auf Apple TV Plus. Und ich habe es gerade noch so, habe ich noch Apple TV Plus diesen Monat. Deswegen gucke ich schnell noch fertig, weil ich habe es ja dann erstmal gekündigt. Ich habe immer gedacht, da kommt ja eh nichts außer Ted Lasso. Und wollte dann warten, bis ich wieder Ted Lasso. Man kann es ja jederzeit wieder abonnieren schnell, ne? Ja, aber ist doch, da versteckt sich doch einiges, aber die machen anscheinend wenig Werbung für ihren guten Shit da. Also, In With the Devil, Originaltitel Black Bird. Hochkarätige Darsteller. Ich habe die erste Folge auch schon gesehen. Ja, okay. Ja, das Problem war, ich habe die gesehen, da kam da noch wöchentlich eine neue Folge. Ah. Und bei sowas vergesse ich das ja, dass da jetzt eine neue Folge ist, dass ich es das angucken muss. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, sind jetzt alle 6 Folgen veröffentlicht. Das heißt, ich werde mir die auch noch reinziehen. Weil wenn du sagst, du bist schon bei Folge 3 und die Serie ist gut und es ist True Crime, da bin ich dabei. Hallo. Super. Na, mal gucken, was ich dann von dir höre oder wir von dir hören. Ah, nächste Woche, ich habe das morgen fertig. Quasi heute Nachmittag schreibst du mir eine Nachricht. Hey, war gut. Nee, heute Nachmittag ist Formel 1. Also so, wenn, dann habe ich es erst morgen Abend fertig. Okay. Hast dir Zeit. Chris, Thema Rick and Morty. Mensch, was geht ab? Ich habe es noch nicht geguckt. Ja, das habe ich mir fast gedacht, weil du hast überhaupt reagiert hier. Ich habe es wirklich noch nicht. Es ging ein bisschen gerade an mir vorbei.
Genau, also es ist ja neu gestartet wieder auf Sky. Man kann das dann, man muss das ja nicht auf, wo läuft das, auf Warner TV Serie oder irgend sowas, auf einen von diesen Randprogrammen von Sky. Ja. Ich habe nämlich... Randprogramm. Naja, da schaltest du normalerweise nicht durch oder so. Da, du hast ja diese ganzen Sky... Ich schalte da immer hin. Dann diese ganzen Pop-Up-Sender und wie sie alle heißen. Ja. Und irgendwie ist das bei mir so wirklich so ganz weit unten gespeichert. Dann diese Warner und Sci-Fi hat die, obwohl da immer guter Scheiß kommt. Da kommt immer Star Trek und so. Ja, sollte ich vielleicht auch öfter mal hingucken, aber es kommt einfach zu viel. Jedenfalls habe ich da Ende letzter Woche habe ich dann irgendwie mal durchgeschaltet, kam gerade wirklich, als ich mich dahin verirrt habe, lief gerade auf diesen Serienkanal, lief gerade die neue Folge Rick and Morty Staffel 6 Folge 1 und da dachte ich, ach ja, wollte ich ja gucken, und dann bringt der dir die Box immer den Hinweis, ja, das ist vor 13 Minuten gestartet, möchten Sie von vorn beginnen, und da habe ich gleich mal gedrückt und ja, sehr, sehr cool. Also das setzt ja gleich mal wieder, ich muss jetzt spoilerfrei bleiben, weil der Chris will es noch gucken, das setzt ja mal wieder ein interessantes Zeichen für die nächste Staffel. Also das ist, es war noch nicht ganz so abgefahren und heftig mit so vielen One-Linern, die man sich irgendwie merkt oder so, die einen so aus dem Sitz reißen, wo man denkt, wow, wie geil ist das denn? Aber extrem geiles Setup für die nächste Staffel wird hier geschaffen. Und ich bin da voll drin, ich bin begeistert und es gibt leider erstmal nur eine Folge. Ich hätte es am liebsten jetzt komplett durchgebinged, aber ja, wahrscheinlich, die machen das auch so, jede Woche eine Folge. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wann die dann immer erscheinen, dann werde ich immer gleich relativ schnell die dann gucken. Kann man ja auch schnell so wegfrühstücken, die gehen dann nur 20 Minuten oder so. Und gibt es auch noch wieder, wie immer, also am Ende, wenn die Schriften kommen, nochmal dranbleiben, da gibt es nochmal so einen Nachklapp, ne, also... Der auch sehr geil. Traditionell, ist. Also. Ja, ja. Ich sag's bloß für die, die vielleicht noch nicht da so reingeschaut haben oder das auf irgendwelchen komischen Plattformen schauen, da wo vielleicht der Rest abgeschnitten ist. Da verpasst ihr das Beste. Also holt euch lieber offiziell das alles, ne? Also Rick and Morty. Hammergeil. Hammergeil. Okay. So, das war's ja eigentlich dann schon heute für heute. Außer jetzt noch ein paar Musiktipps, die wir euch noch auf die Ohren geben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr könnt gerne unsere Spotify-Playlist abonnieren. Music. Und ja, ich fange mal an. Ich war letzte Woche auf einem Akustik-Unplugged-Konzert von Peter Heppner, der früher bei Wolfsheim war. Es war großartig. War ganz komisch. Ich gehe selten ja auf solche Konzerte, wo man sich so hinsetzt und die ganze Zeit so sitzen bleibt. Ich bin normalerweise dann eher sowas mit Bühne, wo man sich ein bisschen bewegen kann und so. Und ja, jetzt hier so ein Akustik- Konzert, das war mal, ja, ich habe mich richtig alt gefühlt, so. Genau, wie wenn man so ins Theater geht, weißt du, so. Erik, du bist alt. Ja, ich weiß, deswegen habe ich es ja gesagt. es war sehr schön, wunderbar gemacht, also wer die Chance hat und wer ein bisschen was mit der Musik anfangen kann, früher Wolfsheim und so und jetzt Peter Heppner, seine Sachen, der hat natürlich, es war wirklich ein Best-of, es war wirklich alles Gute dabei, also wirklich viel mehr gute Sachen als bei manchen Konzerten, da sind da manchmal irgendwelche anderen Sachen dabei, aber hier wirklich nur die guten Sachen, alle Akustik, toll neu abgemischt. Aber eine Frage habe ich. Ja, ich höre. Wann kommt denn jetzt die Flut? Ja, das war auch dabei, das ist der Song. Wobei das natürlich schwierig ist, wenn er es alleine singt, weil normalerweise hat ja Joachim Witt da seinen Part mit drin. Ja, aber wann kommt die Flut? Mit seiner tiefen Stimme. Ja. Kann ich mir auch nicht sagen. Der Erik ist einer. Tja. Deswegen von mir, Peter Heppner, meine Welt. Auf Spotify gibt es leider nicht die Piano-Version, die ich damals, als er den Auftritt bei Harald Schmidt hatte, gab es die Piano-Version bei iTunes zu kaufen. Die finde ich toll. Die hat er auch natürlich hier gespielt bei dem Akustik. Aber die Synthi-Version ist auch gut. So, was habt ihr? Geht? Nichts. Doch. Ich habe den Titelsong von der Serie Devil in Ohio, weil der mir echt gefallen hat. Und zwar heißt der Lessons of the Fire, performt von Bishop Briggs. Ist das der Bischof von den Teufelsanbetern von der Sekte? Wahrscheinlich. Oh Gott. Keine Ahnung. Teuflische Musik an. Aber ich fand den Titelsong irgendwie so cool. Ich habe auch nicht geskippt. Ich habe den einfach immer gern gehört und gibt's auf Spotify, ist der auf dem offiziellen Soundtrack mit drauf. Das sind bestimmt sublimale Messages vom Teufel verborgen. Stimmt. In dem Song. Oder wenn man ihn rückwärts Sympathie laufen lässt. Sympathie ist der Teufel.
wenn man rückwärts laufen lässt. Wäre jetzt eigentlich lustig, hätte ich eigentlich nehmen sollen. Jetzt soll ich eigentlich Sympathie ist der Teufel nehmen, aber nehme ich nicht. Sympathie of the Devil. Nein, nein, Sympathie ist der Teufel von hier Phrasenmäher. Noch nie gehört. Okay. Ja, hey, also ich habe mich aber entschieden für Nickelback und San Quentin. Jetzt kommt natürlich gleich so Nickelback. Nee, Nickelback, neues Album am Start jetzt bald und sie gehen dahin zurück, wo sie herkommen, in diesen schmutzigen, lauten Bereich und das machen sie mit St. Quentin schon mal und ich finde es ganz cool eigentlich. Mir gemacht, ich höre es echt gerne jetzt schon an und deswegen damit haben sie sich damals bei mir reingespült, nicht mit diesem Radio-Pop-Gedöns dann irgendwann, was sich dann auch Melodien, man kennt sie, viele lässt dann immer über Nickelback, aber ja, ich finde es gut, mir gefällt es, deswegen freut es mich, dass es hier auf der Liste ist. Ist irgendwie krass, dass ich da so ein Hate irgendwie oder so ein Diss gebildet hat im Internet, ne? Aber die hatten mal den Sänger interviewt gehabt, irgendwo auf MTV, und er hat gesagt, ja, wenn es diesen ganzen Diss nicht gäbe, da wären wir schon längst weg vom Fenster, aber so bleiben wir halt immer wieder im Gespräch irgendwie bei den Leuten und ist ja auch wichtig, dass du nicht vergessen wirst, ne? Und genau, die haben gesagt, also wenn es das nicht gäbe, dann würde es uns schon längst nicht mehr geben. Deswegen, das ist witzig. Ach, ich finde es voll okay. Ich meine, Nickelback, die haben halt auch mal was Neues ausprobiert und das hat halt nicht allen gefallen. Und wenn sie jetzt zu ihren Roots zurückkehren, wäre doch cool. Also ich mag Nickelback auch. Ich verstehe den Diss auch nicht, aber ich mag auch nicht jedes Album von denen. Von daher. Ja, ich mag Nickelback nicht, aber ich kann sie auch ignorieren. Ich muss sie ja nicht dissen, bloß weil ich es nicht mag. Manche Sachen mag ich, manche halt nicht, ne? Und deswegen, ich kann sowas dann halt ignorieren, genauso wie Helene Fischer oder so, kann ich auch ganz gut ignorieren. Ja, wobei mich da immer noch sehr, sehr stört, dass das Schweinefilet im VIP-Bereich aus war, also das geht gar nicht. Ach so, okay. Passiert, uns hat geregnet, wie kann denn sowas, ist auch ganz schön frech. Was soll denn das, also, tja. Nee, es ist, Helene ist Sonnenschein genug. Das Beste ist dann noch, wenn du auf so einem Konzert bist und da sind dann irgendwelche Konzert-Noobs dabei, die dann plötzlich vor dir einen Regenschirm aufspannen. Ja, das ist ja normal. Herrlich. Aber, was übrigens sehr angenehm war, wenn wir gerade bei Konzerten sind, es hat keiner bei Peter Ebner irgendwie mit dem Handy rumgefilmt oder sowas. Oh, das war so angenehm. Das liegt am Alter der Gäste. Mal zwar mal kurz, waren noch viele Junge dabei, hat mich auch ein bisschen überrascht. Weiß nicht, wie die dazu gekommen sind, aber ja, es war ja halt auch im Theaterhaus in Stuttgart, da stand doch halt überall da, bitte nicht mit dem Handy großartig und so. Ich habe natürlich auch mal ganz kurz... Das ist okay, aber ich fasse meine Frage immer noch nicht beantwortet, wann die Flut kommt, deswegen. Das weiß ich nicht. Was sind denn die Lektionen von dem Feuer? Oh. Okay, also, sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Mitmachen euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Danke an alle, die uns auf diversen Plattformen unterstützen, sei es auf Patreon oder die uns dann immer retweeten, wenn wir eine neue Folge veröffentlicht haben, uns weiterempfehlen, was auch immer. Vielen Dank für diese nicht monetäre Unterstützung dieser kleinen Sendung hier. Ja, das Päckchen an den Herren, der diesen anderen Vorschlag für Sneaker gebracht hat, müsste eigentlich auch angekommen sein mittlerweile. Ja, die anderen Vorschläge, die noch eingegangen sind, reißen mich alle noch nicht so richtig vom Hocker. Vielleicht hat noch irgendjemand eine Idee. Also für jemand, der gerne in die Sneak geht, irgendeinen coolen, möglichst deutschen Begriff vielleicht. Aber ne, vielleicht finden wir was. Also dann. Ich finde Sneaky gut. Nee, das klingt komisch. Das klingt so ein bisschen nach Snitch oder so. Snitchies. Naja, macht's gut. Tschüss. Auf Wiederhören, ich gehe jetzt für Kimmich beten. Tschüss. Gute Besserung. Get well gute soon. Ja, gute Besserung an Joshua Kimmich. Pray for Joshua. Der Kinocast.